Hey Leute, ja, heute bin ich in Shibuya und ich habe mir mal wieder eine neue Kamera gekauft und naja, die will ich heute mal mit euch ausprobieren. Und naja, wo probiert man Kameras am besten aus? In Shibuya natürlich. Deswegen lass uns mal zusammen über die Kreuzung gehen und ich erzähle euch ein bisschen was so in letzter Zeit abgelaufen ist. So, gehen wir doch mal los hier durch Shibuya, mal schauen wie es so wird. Ich habe mich doch dazu entschieden, es nachzuvertonen, weil naja, es ist ja doch ein bisschen, diese ganzen Werbeeinblendungen und so, die es da gibt, die sind doch ziemlich laut. Da rede ich doch lieber drüber, bevor ich versuche, über alle drüber zu schreien. Was auch ein bisschen komisch kommt, wenn da der Ausländer quasi über die Kreuzung rennt und komische Sachen sagt, in einer Sprache, die kein Mensch versteht, also Deutsch. So. Wie ihr gemerkt habt, das ist jetzt irgendwie anscheinend kein normales Video. Also wenn alles geklappt hat, ich hoffe es, dann ist es ein 360-Grad-Video. Genau, ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das so funktioniert und habe mir so eine 360-Grad-Kamera gekauft. Genau, das ist die Ricoh Feather 5 oder so. 5? Keine Ahnung, wie man das dann lesen muss. V. Einfach nur ein V, großes V. Und naja, die macht 360-Grad-Videos und Fotos und so weiter. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, mal schauen. Ich habe sowieso eine kleine Kamera gesucht, mit der man so ein bisschen vlogmäßig durch die Stadt laufen kann einfach. Und die ist echt kompakt. Die kannst du, also die ist im Endeffekt kleiner als ein Smartphone. Kannst du gut in der Hand halten. Und wenn das halt gut funktioniert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da auch mehr Vlogs und sowas kommen. In dem Stil. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt Bescheid. Genau, ansonsten, YouTube läuft in letzter Zeit richtig gut. Also es fasziniert mich, wie viel wir da erreicht haben in den paar Monaten bisher. Wir haben ja eigentlich noch nicht so viel gemacht, aber euch scheint das anscheinend zu gefallen und das finde ich ganz gut. Und das ist ja auch die Hauptsache natürlich. Ansonsten Social Media an sich läuft auch ziemlich gut. Facebook steigt, Instagram steigt, Twitter steigt, ja, alles läuft gut. Ist natürlich auch wieder dank euch. Genau, dieses Wochenende werden Senpai und ich nach Ricoh gehen. Wenn das Wetter gut ist, dann überlege ich auch mit der Kamera ein bisschen zu filmen. Ich hoffe, das klappt gut. Ich bin da gerade noch ein bisschen am Kämpfen mit dem Bearbeiten, aber das könnte, wenn das klappt, könnte das richtig cool werden. Ja. Also wenn ihr da einen Tipp habt, wo man hingehen kann, wo man so ein 360-Grad-Video am besten, wo das am besten rüberkommt, ja, dann schreibt es doch in die Kommentare, würde mich super freuen. Oder wenn ihr auch andere Ortswünsche habt, von wegen, geh mal dahin und mach da mal 360-Grad, ich würde das mal gerne einfach mal so sehen, kann ich das natürlich auch machen. Also alle Vorschläge bitte in die Kommentare. Und dann arbeiten wir das ab. Gut, dann war es das jetzt erstmal. Das war jetzt einfach nur ein kleines Update und ein kleiner Test. Ihr seht ja dann, ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn irgendwas nicht passt, dann sagt mal Bescheid. Schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten auf jeden Fall liken und abonnieren, wenn ihr echt Bock habt, sowas häufiger zu sehen. Oder noch mehr Experimente. Ja, dann war es das. Dann sage ich Tschüss und auf Wiedersehen erstmal.